This is the mother of motorsports. It's Burning Man, it's Woodstock, it's the passion of what Le Mans was in 1967. I mean, it's huge. It goes on forever. It goes on through the forest, and I don't think there's any place like it anywhere in the world. Ich glaube, es ist nicht nur für mich, sondern für jeden Rennfahrer ein absolutes Highlight. Die längste und schwierigste Rennstrecke der Welt. Also ich würde sagen, wenn man dieses Rennen hier gewinnen kann, ist schon was ganz Spezielles. Das 24-Stunden-Rennen ist ja traditionell so, dass sich die Plätze ja schon fast vererben von Generation zu Generation. Und man ist bestrebt, halt eben immer dahin zu kommen, wo man immer war. Und deshalb muss man früh genug da sein. Wir stehen teilweise schon seit 2 Uhr morgens da hinten. Ich persönlich war seit 37 Jahren hier hoch, ohne Unterbrechung. Seit 27 Jahren stehe ich im Karussell mit den Jungs hier. Hier wird gehupt, weil die alle auf ihre Plätze wollen. Ja. Ab 6 Uhr offiziell die Schranke offen. Drei Nachhaber jetzt. Wie die Nervösen da unten. Im Augenblick spitzt sich dazu. Ja, muss trotzdem oben rechts. Aber man nimmt das irgendwann locker, nach all den Jahren. Ich glaube, jetzt langsam werden wir alle nervös, weil die Schranke wird aufgehen. Ja. Und dann dürfen wir uns sie verwirklichen. Hier hast du so viele Leute, die bei der sind. Es ist aber genau so. Du siehst die meisten Leute von denen, die hier sind, siehst du nur einmal im Jahr. Für diese eine Woche. Und das ist jedes Jahr aufs selbe, als ob du nie getrennt warst. Du siehst, dass irgendwo Hilfe gebraucht wird und da muss niemand groß fragen. Du packst einfach mit an. Das ist einfach die Gemeinschaft hier oben. Egal, wo du hingehst, bist überall herzlich willkommen, kannst überall geiles Bier trinken, einfach überall eine geile Party hier oben. Hier unterhalten sich alle über dasselbe. Und das ist der Ring. Ohne Freunde und ohne Ring ist es einfach nur Scheiße. Ja, aber sonst immer zwischendrin. Weil die Plane, die muss ja weiter hinten hin. Was anderes beizubringen, als was die Schule beibringen kann, das bringt das Leben mit sich. Einfach so ein Teil von Freiheit. Und dann mit der Fahne, ne? Genau, Mäuschen. So, jetzt bauen wir weiter auf. Nix, alles nix. Sind wir denn mit da? Sollen wir denn probieren, rüber zu schieben? Jeder hat sein Maß abgegeben und das haut meistens nicht hin. Morgens geht es eigentlich noch ein bisschen mit dem Aufbau, aber abends wird es dann voll das große Chaos geben. Dass hier ab Dienstag schon so viel los ist, ist mir auch neu. Bisschen aufgeregt, alle so langsam, freuen sich doch irgendwie drauf. Aber es ist natürlich auch noch viel zu tun hier. Bei jedem Mal, wo wir uns wiedersehen, freuen wir uns. Genau, dass wir noch gesund und munter sind. Genau. Der Transponder hält ja dann höchstens bis am Freitag. Ja, ist gut. Da merkt man schon, wenn man hier zur Rennstrecke anfährt. Ich bin jetzt am Mittwoch hier angekommen, da ist schon alles voller Zelte. Jetzt sind schon alle im Grillen. Gerade bei so perfektem Wetter, wie wir dieses Jahr haben, ist es natürlich doppelt so geil.
Heute haben wir Mittwoch. Das ist unglaublich, was hier schon an Fans mit vor Ort sind. Sie können zu den Autos, sie können reinschauen, sie können mit den Fahrern sprechen. Also sie bekommen wirklich Motorsport, können sie wirklich hautnah miterleben. Und ich glaube, dass ja, deshalb sind sie auch da. Die haben Spaß, hey Jungs. Und ja, macht selbst Spaß, mit dabei zu sein. Die ist übrigens für meinen Sohn. Wenn ich zurückkomme, dann sage ich ihm, von wem ich die überreicht gekriegt habe für ihn. Das ist ja eigentlich das erste Mal, dass ich so dicht dran komme. Ne? Vielleicht den Altmeister Bernd Schneider hier persönlich sehe und dass der mir das überreicht. Das ist ja, unbeschreiblich. Eis? Ja, was willst du denn? 1, 2, 3, 5? Einmal ist Stracciatella. Und natürlich sind die Zuschauer auch mit ihren Familien hier. Meine Familie wird morgen anreisen, das ganze Wochenende mitfiebern. Und das ist auch für die Kids, ganz ehrlich, kann ich ja von Erfahrung aus sprechen, das ist ein ganz großes Highlight. 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Ein Autogramm schon, das zweite. Und das noch. Und dann noch eins. Worauf freust du dich am meisten? Hier oben das Gelbe. Hat hier zwei Augen und hier einen Mund. One of the most wonderful parts of this race is the passion and the dedication of the crews. And I think this is what sticks with you and this is what you remember. But I'm very proud and grateful for all the effort everyone on the team puts in. That's what makes this race. X2 va sulla sinistra. Serve un cacciavittino. The most amazing thing is how brutal the race is. To do it for 24 hours, at night, in the rain, in the sun, with cars that are 100 kilometers different in speed passing each other, you have to be aware of that and drive around them in a safe way. And with 160 cars, there's nothing like it in the world. Die Nordschleife ist einfach besonders, weil es ist wahnsinnig eng. Unglaublich viele schnelle Kurven, aber auch blinde Kurven, wo du nicht einsehen kannst. Sehr wellig. Die Markierungen von den Fans, die natürlich auch im Trockenen einfach die Gripverhältnisse ändern. Immer spannend ist, ist natürlich auch blöd, wenn man durchfährt, wegen den ganzen Fans, auf die man zufährt. Dann natürlich auch Pflanzgarten 2. Wenn das ist, jedes Mal, wenn das Auto mal kurz vorm Abheben ist oder abhebt, das ist ja, Adrenalin für den Fahrer. Wir wollen das Auto spüren, wir wollen die Strecke spüren, die Fans sehen. Ja, deswegen sind wir hier. Wir haben Kurven, die mit über 260, 265 gefahren werden. Das ist natürlich schon ein irre Gefühl. You have to be very careful. There's not endless runoff, low friction asphalt, gravel traps to slow you down. Man muss wirklich für alle drei oder vier Fahrer auf dem Auto den Kompromiss finden. Und wer hier eine Ego-Tour fährt, der wird sehr schnell Schwierigkeiten haben. Egomanen sind hier oben völlig fehl am Platz. Aber es kann immer was passieren. Jeder kann Fehler machen. Einmal falsch überholt, einmal derjenige, den er rechts überholen will, zieht rüber und... Das Auto hinter ihm hatte keine Chance, ist eingeschlagen und geh mal durch. Also man sieht schon, das ist Wahnsinn da draußen, aber genau das ist ja die Faszination, deshalb sind wir hier. Es gibt auch Unfallschäden, wo du wirklich gar nichts dafür kannst, weil da räumt dich einfach einer ab, weil er unachtsam ist oder was auch immer. Also das bisschen Glück musst du haben, sonst geht's nicht. Beim 24-Stunden-Rennen spielt Glück auf jeden Fall auch irgendwo eine Rolle. Letztes Jahr hatten wir die Situation, dass im Qualifying unser Auto eine Führung mit der Bande hatte. Und wenn sowas im Rennen passiert ist, dann ist der Traum eigentlich schon geplatzt und dann geht nichts mehr. Gerade bei Black Falcon wissen wir, dass wir ein fantastisches Team hinter uns haben. Das ist ganz wichtig, das zu wissen, dass man einfach diese Stärke hinter sich hat. Wir
haben Situationen erlebt, wo sie bis 4 Uhr nachts das Auto reparieren mussten und das trotzdem wieder auf die Strecke gebracht haben und somit das Rennen am nächsten Tag aufgenommen werden konnte beim Qualifying-Rennen. Wieder ganz. Dieser Zusammenhalt zwischen jedem einzelnen Teammitglied ist wahnsinnig wichtig. Beim 24-Stunden-Rennen noch viel mehr als bei jedem anderen Rennen, wo E-Teamwork schon wichtig ist. Also die Jungs, die machen das so klasse. Wir haben einen komplett getakteten Zeitplan mittlerweile und was weiß ich nicht was. Einfach so in der Freizeit mal gemacht, Freunde, Bekannte, die uns irgendwo helfen. Und die sind Tag und Nacht hier permanent am Arbeiten, auch schon am Vorbereiten. Und was weiß ich, das ist total klasse, wirklich, wirklich geil. Optimal. Schätze eingehabt. Historische Autos in diesem Kontext zu bewegen, also auch in der Leistungsstärke dann zu bewegen, wie sie damals auf der Nordschleife gefahren sind. Das ist das, was du so nirgendwo anders findest. Des Weiteren ist natürlich auch, dass die Leute eine andere Identifikation noch mit den alten Autos haben. Sicherlich sind junge Menschen an der Strecke, aber auch natürlich noch Alteingesessene, die dann aus der Zeit noch sprechen können und dementsprechend die Emotionen halt zeigen. Da kommen tatsächlich noch ein paar Tränen, das ist ohne Scheiß. Da ist die Emotion, die geht so weit hoch, das soll man gar nicht glauben. Oder gehen wirklich, die Nackenhaare gehen hoch. Beim Starter, wenn die Fahne gefallen ist, ist das weg. Ne? Dann geht das nur noch, ich sag mal, geradeaus. Das ist die beste Rennstrecke der Welt. Das ist also amazing. Man riecht die Bratwurst und ey, das ist total geil. Jetzt mit der Anbindung 24 Kilometer, sich ganz klar fehlerfrei abzuspulen, schon was anderes als irgendwo immer 5 Kilometer im Kreis zu fahren. Ja. Ne? Wenn die Leitplanke plötzlich vors Auto springt, kannst du nichts machen. Ne? Der Auto ist los, fahr einfach weiter. Auto ist zwar Schrott, aber die Jungs, die sind so geil. Ja. Nee, ich brauche erstmal ein Wasser. Motorsport ist ein sehr schöner Sport, aber sehr hart. Wenn ich das sehe, auch jetzt im 24-Stunden-Rennen, mit welchem Elan die ganzen Fahrer in das Rennen hineingehen. Und an der nächsten Ecke gibt es einen Unfall, einen Crash und alles ist vorbei. Das tut so weh, das tut so weh. Und deswegen Respekt für alle, die nicht aufgeben und immer wieder aufstehen, das lohnt sich. Wir ärgern uns, wir haben gerade das Drift Race verpasst. Das ist in der Kurve, wo wir die ganze Zeit standen. Da geht gerade richtig die Post ab und wir sind gerade hier in dem Fahrerlager. Aber ist schon nett mal zu sehen hier. Naja, ich fahre einen BMW E30, Heckantrieb, ja? Damit fährt man schon echt gerne mal quer und das machen die Jungs gerade in der Kurve, wo wir gerade herkommen. Also. Freitags ist es ja eigentlich immer so, dass jeder mal in die Box rein kann und sich die Strecke mal angucken kann und auf die Strecke kann, was ja sonst nur aus der Box raus oder von der Tribüne aus sehen kann. Ein Traum erfüllt heute, wünschen seit Ewigkeiten, wahrscheinlich seit Kindesalter. Und heute ist es soweit, heute stehe ich auf der Strecke und kann hier die Stadt Siegerade anschauen und ziehe runter zur ersten Kurve. Deswegen auch so begeistert, dass ich hier stehen kann. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, mal diesen für uns
verrückte, heiligen Asphalt zu berühren. Allein den Asphalt hier zu spüren, ist mega. Das ist ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Ja. Wir sind hier am Zelten 4 Tage, du hast Party, du hörst die Motorgeräusche. In dem Moment bist du einfach ein anderer Mensch, bist frei. Einmal an Start und Ziel. Ja, genau. Wir waren ja auch noch nicht hier. Wir sind ja gekommen, weil wir gehört haben, man kann das hier. Wir können hier mal live dabei sein. Ich habe eben den Fuchsschwanz fast gestreichelt. Fast gestreichelt. Ja, was mega besonders ist, dass wir hier einfach sein dürfen. Wir wollen einfach, dass es laut ist, dass es stinkt und dass es Benzin in der Luft liegt und dann ist es perfekt. Und es gibt nichts Besseres. Für heute haben wir eigentlich alle unsere Erwartungen übertroffen und schauen mal, was morgen der Tag bringt. Wir haben hier vor ein paar Jahren Rest in Peace Peter und Janis geschrieben, weil das sind unsere leider gestorbenen Brüder, die es nicht geschafft haben durch einen Unfall. Deswegen haben wir die verewigt auf dem Ring, da wo wir Jungs hingehören und am Start sind. Und deswegen, Jungs, auf euch, alles für euch, Kameraden. Es ist schwer für mich, darüber zu reden. Excited that I actually get to live this and hopefully live it in such a sunny and awesome weather that we predicted to have. So I'm pumped for this one. For me, the important thing is enjoying the journey. You know, we all worry about what's going to happen, where will we be? But by coming here for the last 5 years in racing, I've just had an incredible time. 24 Stunden am Nürburgring, das ist für mich geilster Rockfestival. Man hört nur Autogeräusche. Einfach geiler Event, geiler Tag und es wird auch ein geiles Rennen. Aber für mich ist das 24-Stunden-Rennen sicherlich nicht ganz neu. Das ist mein 40. Start. Aber mit den eigenen Kindern zu fahren, ist schon was ganz Besonderes. It's everything you could imagine it is. It's a lot of fun, glad to be here, and just looking forward to getting racing. Ja, schon sehr aufgeregt, doch, ja. Ja, kann's kaum erwarten. Aber ich muss jetzt meine Schnecke holen, also
Haut rein. Das Emotionale kommt so langsam, ne? Das sind die Leute hier, die zum Teil schon eine Woche lang hier sind. Hör dir das an. Geil. For me, it's at Nürburgring, especially with so much fan support and such a long weekend leading into the race, it's all the build-up that makes you feel the pressure. But as soon as you start the race, then you're just on driving mode. Ja, dieser ganze Trubel, der hier in der Startaufstellung und rechts und links passiert, hier ist ja ein Gewusel, das ist ja unfassbar. Wenn du im Auto bist, bist du für dich alleine, hast deine Ruhe. Noch einer, fahrt euch bitte! Die Fahrer sind sich durchaus bewusst. Der sich ins Auto reinsetzt und sagt, mir passiert nichts, kann nicht sein. Der schmale Grat, der ist immer da. Und der wird auch nie weggehen. Wenn du das Ding heute gewinnen willst, Attacke von Anfang an, volles Rohr, alles was geht. Die fahren hier ein Sprintrennen und das ab Kurve 1. Rennsport pur. Wenn du von oben auf die ganzen Fahrzeuge schauen kannst, auf die Leute, die jubeln, auf die Strecke, die Autos verfolgen kannst von oben, das ist der Wahnsinn. Der Asphalt ist sehr, sehr warm. Im Gegensatz zum normalen Eifelwetter ist das für alle natürlich jetzt hier absolutes Neuland im Moment. Klar, die Temperatur macht den Reifen extrem zu schaffen, weil die Reifen, die für Nürburgring gemacht sind, die kennen diese Temperaturen nicht. Ne? Das ist schon gefährlich. Hier und da geht mal Reifen fliegen, wenn es nicht mehr ist, alles gut. Wenn du reinfährst, du ziehst im letzten Moment die Gurte hoch, dann siehst du diese Menschen, wie die auf dein Auto zuströmen. Die Mechaniker, die Reifen, ja, dann diese Schläuche von den Schlagschraubern. Und wenn die Jungs dann fertig sind mit den Rädern wechseln, auch ganz toll, dann ist es manchmal super ruhig im Auto. Dieses Beobachten und Sehen, wie alle ihren Job machen, ist für mich sehr beruhigend, weil ich dieses Vertrauen habe in meine Crew. Dass diese einstudierten Abläufe 100% funktionieren. Dieses gemeinsame Miteinander, das hat schon eine ganz hohe Qualität. Das motiviert mich ungemein. So, jetzt die Boot, so Boot. Das, was man am wenigsten braucht, ist Panik, Stress, weil dann geht alles schief. Ein kleiner Fehler bedeutet auch, dass du da wirklich in Flammen stehst. Unsagbar heiß. Also letztes Jahr war es ja genauso die grüne Hölle, nur am anderen Extrem. Ja, das Unglaublichste, das war im vorigen Jahr, 2016, wie ein Gewitterschauer kam, viel Regen. Und dann kam Hagelschauer. Die Autos sind rausgeflogen. Man konnte sich nicht halten. Die sind einfach eiskalt überrascht worden. Eiskalt überrascht worden. Innerhalb von 10 Minuten war die Strecke zu. Rennabbruch. Ja, da geht nichts. Da geht einfach nichts. Es sieht aus wie nach einem Schlachtfeld. Die Fahrer steigen aus, stapfen durch die Hagelkörner, die noch auf der Strecke liegen. Die Autos stehen kreuz und quer auf dem Kurs. Ja, irre. Wir haben hier epochale Zustände da draußen. Es ist ja unfassbar.
vielleicht toppt dieses Jahr die 24 Stunden die grüne Hölle mal wieder alles. Ne? Ich bin total begeistert hier, wie fett das Sound ist überhaupt hier von den Autos. Ich wusste gar nicht, dass es solchen Sound überhaupt gibt. Denn der hat auch gerade einen Einschlag gehabt, dass das Auto wieder fährt, weil das ist eine Herzensangelegenheit, dass der Manta wieder fährt. Das Skateboarden hat, glaube ich, viel mit dem Rennfahren zu tun. Ne? Erstens schon mal vier Rollen oder vier Reifen. Ne? Und wenn du im Grenzbereich fährst, verhält sich ein Skateboard ähnlich wie ein Auto. Ne? Da kannst du auch in der Kurve sliden, du siehst, wann verlierst du den Grip und wann kommt er wieder und so. Wo man wirklich in der Kurve, wenn man merkt, oh, jetzt wird er unsicher, dann denkt man, geil, weil du hast das noch unter Kontrolle. Die meisten würden jetzt vielleicht schon abfliegen und so. Das ist, ja, und das mit 68, das tut einem gut. Man weiß manchmal gar nicht, wer ist Fan von wem, weil das einfach so gut passt. Und die Fans kriegen natürlich auch mit, dass wir eigentlich gar nicht um Sieg fahren, sondern für die Aufmerksamkeit. Wir wollen diese Skate-Geschichte nach vorne bringen. Ich glaube, das ist mit ein Grund, weshalb wir so geil gefeiert werden. Wir haben richtig Bock, hier weiter anzufeuern. Hände mal hoch, zum alten Mann. Der hat einen 50 Liter Fass umgebaut als Roller und ist damit hier rumgefahren. Hier kommt einfach alles, was krank ist, auf einem Platz zusammen. Oder nicht krank. Cool. I got a dollar and a dime. I know but we can spend some time. The kind of joy we can find. A soul for a little peace of mind. Bodacious, baby, and me. You can't get a lot that'll hit the spot quite like the place to be. They knock a hole through every wall, so you can say you've seen it all. They're gonna catch you if you fall. We're only here to have a ball. You know that 3 a.m. is open time, and closing time never comes. We move through the night till the groove is tight. Einfach mal weg von der Arbeit. Einfach mal das machen, wo man Bock drauf hat. Den ganzen Tag Feuer und Bier trinken. Das ist einfach das Geile an der Sache. Richtiges Männerwochenende. So ist das. Sweet mystery, thought they were playing just for me.
glad to see what I can see. I would have done the gig for free. But now I'm so sick and tired of doing what I ought. I'm going back, I'm hell or muddy water. Stick with me, baby. Everybody knows the right place to be. You know you got the right cat, and we are at the place to be. Die sind am Wippermann oben, ich weiß auch, wo die sind. Und dann halte ich das so und dann, ich muss da erscheinen. Ja, und dann ist das Hallo, ist dann groß. Mozart. Pass mal auf, dem Hund schmeißen wir was hin. Dem Hund schmeißen wir was hin. Ich hab da das was angefallen, Mensch. Ja. Ja. Wir haben die Fahne geschenkt bekommen, haben einen Monteur aufgetrieben und das direkt angebaut. Für den Wind. Die rasen so schnell. Und dann gab's Feuer. Da hat das Auto gebrannt und der Fahrer musste schnell aussteigen. It's 250,000 people screaming, loving it. And for me as an American, it's very emotional. I mean, this is it, rock and roll. This is what I believe in. Vom Zeitpunkt her gibt es zwei spezielle Phasen. Einmal in die Nacht rein und aus der Nacht raus. Sehr schön, aber auch nicht ungefährlich, dass sich halt die Wahrnehmung von Distanzen verändert mit dem veränderten Licht. Es ist halt sehr beeindruckend, wenn dann halt irgendwann die Sonne untergeht, so in diesem Licht, was man nur dann erlebt. Es ist halt herrlich. Das ist halt wirklich auch eine Stimmung, die man mit aufnimmt. Such a strong and amazing feeling, all those fire, all the smoke, all those lights coming towards you when you are driving. It's a feeling you cannot describe. You need to realize it, you need to drive, you need to feel it, so you can understand how it feels. Auf der Tribüne, die ganze Nacht kann man da einfach sitzen bleiben. Ja. Mir fehlen auch die Worte dafür mittlerweile. Es ist einfach nur schön. Macht Laune. Klasse da draußen. Ich bin jetzt gespannt. Ich bin jetzt in einer Viertelstunde dran. Also jetzt Nachtturn, mein erster Turn. Ich fahre, glaube ich, zwei Stints in der Nacht. Und mal gucken, was geht. There's starting to be fireworks. There's starting to be lights everywhere. Start to see different things on the track. And obviously the behavior of the other cars is also different. So yeah, it's pretty crazy out there. Don't crash, be fast. Typical, it's Nürburgring. It's the greatest track in the world by far. In the night when you have less references, it's tough. The darkness and the shadows plays quite a role. Where there's no fans, there's obviously no light. You start to get a rhythm from the bumps, you start to get the sensation from a different way than just from your eyes. We have broken cars, we have a lot of debris, we have fireplaces from the fans, we have smoke, fog, you know, all these kind of things to worry about. Nordschleife is really difficult. You know, it bites you when you least expect it. It's usually like that. Ja, fing alles super gut an, aber sollte leider nicht so sein.
im Stuhl schlafen, nicht schlafen, kommt drauf an. So wie, wenn das Auto läuft, läuft, wenn nicht läuft, ist nicht schlafen. Ne? Also immer mit einem schlafenden, einem wachen Auge. Ich bin zuständig für die Reifen. Ich springe von draußen nach drin, von drin nach draußen. Kommt keine Langeweile auf. Einfach Leidenschaft. Automobil, Rennsport, muss man einfach für geboren sein. Sonst geht's nicht. Ja, ich schlafe nicht wirklich, aber ich fahr mich selber so ein bisschen runter, lege mich hin. Also wir haben einen Physio dabei, lassen uns eben ein bisschen bearbeiten. Und dann lege ich mich hin und versuche einfach ein bisschen runterzukommen. Also richtig, dass ich sagen kann, ich schlafe, tue ich nicht. Aber ich fahre einfach runter, schalte ein bisschen ab und ja, weiter geht's. Vorne der Land Audi mit der Nummer 29. Der Vorsprung 1 Minute 26. Die Morgenstunden, gerade wenn man so in die Helligkeit reinfährt, das ist nicht ohne. Du musst immer zu 100% fokussiert sein. Bis jetzt haben wir Glück gehabt, sind gut aus dem Verkehr gekommen. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Es ist immer so, letzte 3 Stunden, 4 Stunden von das Rennen. Da geben alle Vollgas und auch Autos sind schon 20 Stunden gefahren und ein paar Autos schaffen es einfach nicht. Kelvin van der Linde back at the wheel of the number 29 car, still leading, still ticking off the laps. Erster Start und gleich so deutlich oder immer noch in Führung liegend. Hier werden Legenden geboren. Und wir haben noch 1:30 auf der Uhr. This race is being driven flat out and as we've observed, a 1 minute margin can disappear with the slightest of problems. Oh, jetzt ist hier gerade ein Problem. All the lights are gone off. Control Alt Delete. He's resetting the car. Crikey. Was war da los? Was sind deine Jungs da? In Führung liegt. Ja, ist ein Problem. Es ist ein Problem. Das gibt's doch gar nicht. Du musst runter, ne? Ich geh jetzt. Komm, geh runter, Markus, das verstehen wir. Unglaublich, unglaublich. Diese Zuspitzung der Ereignisse hier in Eifel. Ich glaub's da gar nicht. The race leader has returned to the pits. Okay, you're bringing it into the pits, but you're throwing away any chance now of winning the race. Über Funk gab's die Meldung, keine Leistung mehr und hier sind alle am Boden zerstört.
Ja, und da ist die 9 auf einmal in Führung. Sent on his way again. As he came back out of the pit lane, he is shown as third on the road. They have lost the lead. They have lost second place. 1,37 Gesamtrückstand für den ehemals führenden Land-Audi auf der 3. Die realisieren langsam aber sicher, dass da aus eigener Kraft nichts mehr gehen wird, was den Sieg angeht. Und wir sehen die Gesichter da. Da müssen wir nicht allzu viel zu sagen. Denn das ist ja der Traum von allen, hier in der Eifel zu gewinnen. Man rennt einem Rückstand hinterher, den man sich eingehandelt hat. Und den auf der Strecke wieder gut zu machen, ist, wenn überhaupt, nur mit einem Husarenritt und ein bisschen Zutun der Konkurrenz möglich. Zum ersten Mal seit 2001 die Strecke komplett trocken. So sieht's aus, weil ich glaube nicht, dass jetzt 38 Minuten vor Schluss noch mal irgendjemand eine Kanne Wasser hier über ausgibt. Ob das wirklich jetzt der letzte Stand der Dinge ist, man ist auf jeden Fall absolut Gewehr bei Anschlag. Jetzt hier vor der Landbox, der 29er Renner kommt zum Stehen. Auch da sind profillose Reifen montiert. Oh, he's got it stopped, because they didn't have the fuel cap screwed back on. And this is a disaster for Land. It's going up, and they're changing tires. They're going to put wets on it. 4 Regenreifen aus dem Hause Dunlap. Van der Linde geht auf die Fahrt. Das, glaube ich, ist eine ganz entscheidende Situation gewesen. Und überall sind die Regenreifen draußen. Hitchcock war hier garantiert beteiligt. Das Rad hat aber mal richtig im Gebälk hier. Das gibt es doch wirklich gar nicht. Hier oben scheint die Sonne und da schifft es. Wo ist der Regen und wie stark ist der Regen? Es ist heiß, es ist überall staubig. Wir haben Bilder gesehen aus dem Pflanzgarten. Da war es klatschnass und hier bei Startziel ist es knochentrocken. Mann, 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 Mann. Wenn das jetzt hier nicht in die Geschichte eingeht, ich weiß es nicht. Regen in der Boxengasse. Wahnsinn, weil hier die Sonne scheint. Wie kann das sein? Showdown in der Eifel. Wie groß ist der Einfluss? Wo regnet es? Wo ist es noch trocken? Wer hat jetzt die besten Karten? Wir blicken nach rechts, Ende der Boxengasse. Und da brauchen wir schon wieder eine Sonnenbrille. Oder irgendwie ein Handventilator. Und da regnet's. Schau dir das mal an. Guck mal, wie das Auto da hin und her schlingert. Also das ist jetzt mit Slicks nicht zu befahren, was wir da sehen. Wir schlittern Richtung Chaos in den letzten 10 Minuten. Das ist das Landauto. Und da wissen wir ja, da ist Profil drauf. Das ist wirklich rutschig vom Extremsten. Wir sehen das Landauto rechts, die noch führende Mannschaft links. Und der Spitzenreiter ist im Brünnchen und geht gerade aus. Da rutscht er aus, das gibt's doch nicht. Land hat Regenreifen. Hier ist überhaupt noch nichts entschieden. Über das Gras, da ist kein Platz mit den Regenreifen. Meine Güte, werden die noch mal belohnt für das Pech, was sie da hatten. Das könnte doch gehen, da muss er jetzt durch. Volles Risiko, volles Risiko. WRT kommt in die Box. Jetzt Land geht vorbei und liegt in Führung. Platz 1 für die 29. Conor de Filippi, Markus Winkelhock und Christopher Mies, die hier zunächst gemeinsam verloren und dann zusammen gewonnen haben. Wie geil ist diese Nummer bitte? Wenn das erste Fahrzeug die Zielflagge sieht und ich stehe dann ganz alleine an der Leitplanke, ganz alleine. Und dann laufen mir halt eben die Tränen. Das ist ein ganz emotionaler Moment, den man dann hat.
im Gegensatz zu anderen Events ist halt hier das Coole, dass jeder das gleiche Hobby hat und halt echt die unterschiedlichsten Leute trotzdem hier in einen Ort kommen, um dann halt hier mal eine Woche lang, ne, die Arbeit zu vergessen, den ganzen Stress, nur im Hobby nachzugehen. Und da sind halt die Autos, das Rennen und halt natürlich das Party machen gehört auch dazu. Das ist dann wirklich eine Liebe für manche hier. Absolut, der Ring. Ja. Es ist genial. Das ist. Jedes Jahr. Wir haben hier schon. Muss mal hier. Das ist. Ist halt die Nordschleife.